Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Katrin von Exali und für das heutige Video habe ich Daniel Jensen im Interview. Der ist Head of Content bei Sport5 und erzählt mir heute, warum Community Marketing eigentlich die einzig wirkliche Möglichkeit ist, um langfristig und mit guter Kundenbindung Werbung zu machen. Also bleibt dran. Was ist denn eigentlich Community Marketing? Genau, im Community Marketing dreht es sich darum, eine Community aufzubauen am Ende. Also wir kommen immer stärker dahin, dass wir nicht mehr Werbung machen, direkt mit dem neuen potenziellen Konsumenten sprechen, sondern im Community Marketing reden wir mit den aktuellen Kunden, die wir schon haben, die schon das Produkt gekauft haben, die sich schon beschäftigt haben mit einer Marke und wollen die eben nutzen, wollen mit denen zusammenarbeiten, um das Produkt zu verbessern, um die Markenbekanntheit zu verbessern und da sozusagen einen stärkeren Effekt zu haben, um dann auch neue Kunden anzusprechen. Das heißt, es ist also vor allem etwas für Leute mit einer langfristigen Kundenbindung oder die sich regelmäßig auf Street-Targeting spezialisieren? Es ist für die wirklich am Ende dieses Buzzword Love Brand aufbauen wollen, also die eine wirkliche besondere Beziehung zwischen Kunden und Marke haben wollen. Und wir sehen ja einen Trend dahin und der ist extrem stark zu Purpose Marketing. Es muss einen Sinn haben, am Ende muss eine Marke, ein Unternehmen nicht mehr einfach nur ein gutes Produkt verkaufen, sondern es muss auch eine Haltung haben, einen Werte haben, die Konsumenten am Ende haben wollen. Sie wollen Produkte kaufen, mit denen sie übereinstimmen, mit denen sie sich wohlfühlen, die zu ihnen passen. Und da ist Community Marketing ein unglaublich wichtiger Effekt, weil diese Community braucht den Purpose, man kriegt das Feedback der Konsumenten und baut eben eine Gruppe an wirklich treuen, loyalen Fans auf. Das steckt hinter Community Marketing. Was kann denn dann Community Marketing, was andere Marketing-Kampagnen oder Strategien nicht so gut können? Wenn ich jetzt schon einen Marketing-Mix habe, wo ich Paid mache, wo ich Social mache, beziehungsweise, oder wie müsste ich diese Kampagnen anpassen, um diesen Community-Marketing-Effekt am besten zu erzielen? Ja, wir kommen ja aus einer Zeit, vor 2000, wo es sehr viel stärker über Werbung ging. Es ging um Versprechen, die einem Produkt irgendwie halten soll, über einen Effekte, die da sein sollen. Kommen wir hin zum Content-Marketing, kommen wir hin zu mehr Social Media, wo wir direkt mit unseren Konsumenten, mit den Kunden sprechen. Und ich glaube, dass Community-Marketing einfach der nächste Schritt ist, zu sagen, wir nehmen fest, wir erkennen, dass eine Community wichtig ist, um unsere Marke, die unsere Marke mit beeinflusst, die sie mit entwickelt, die mit uns interagiert, die sich auch gegenseitig ansprechen, die am Ende auch die Marke verteidigen. Und die sind unglaublich wichtig, um langfristig als Marke auch erfolgreich zu sein. Und das ist das, was wir jetzt immer so unter dem Buzzword Love Brand kennen. Also ist das, was du jetzt eben mit Love Brand bezeichnest, ist ja auch dann diese klassische Kundenbindung und auch das, was man vielleicht aus dem psychologischen Marketing so ein bisschen kennt, mit dem, ich verkaufe nicht das Produkt, sondern ich verkaufe ein Lebensgefühl und ich schaue, dass ich es an die Leute verkaufe, die sich mit mir Ziele und Wünsche teilen? Na, ich komme eben nicht vom Produkt aus. Ich glaube, das ist das entscheidende Thema. Ich komme vom Thema aus, das für die Zielgruppe relevant ist. Der Purpose ist nicht mein Produkt, das in irgendeiner Form einem Wert entspricht, sondern es ist, was ist für die Zielgruppe wichtig. Ich hatte eben gerade nach meinem Vortrag ein ganz, ganz schönes Gespräch mit einer Besucherin hier, die zugehört hat und dachte, was kann ich eigentlich für meine Marke in Fashion für Frauen über 50 machen? Da habe ich gesagt, naja, also wenn du eine Community aufbaust, das Thema, was bei mir direkt reinspringt, was unglaublich relevant aktuell ist, wie gehen wir als Gesellschaft mit der Menopause um? Klingt total bescheuert, trifft aber genau die Zielgruppe, die für deine Produkte interessant ist. Das heißt, hol dir Experten, spreche darüber, wie wichtig es für Frauen über 50 ist, dass dieses Thema wirklich gesprochen wird, dass man sieht, was es für Probleme gibt, wie man sich fühlt, was es für Themen dahinter gibt. Das ist genau die Zielgruppe, die du haben möchtest. Das kann der Zweck und der Purpose der Community sein, die du um deine Marke am Anfang hast. Und am Ende kannst du dann mit deinen Produkten, die genau auf diese Zielgruppe einzielen, unglaublich gut arbeiten. Das zeigt so ein bisschen, dass es eben nicht mehr um die Marke und die Produkte als Fokus geht, sondern es geht um die Menschen, die diese Produkte potenziell kaufen, beziehungsweise jetzt schon kaufen, womit die sich beschäftigen. Das ist das, was, glaube ich, dahinter steckt. Also es ist zuerst einmal ein Umdenken für viele, weil man hört natürlich immer klar, denke vom Kunden her, aber man ist halt doch, man steckt halt doch in seinem Produkt drin. Jetzt, wenn ich anfange, ich bin in der Marketingabteilung, ich kenne mich jeden Tag, ich weiß alles über mein Produkt, ich kenne mich super aus, ich weiß genau die Use Cases, jetzt will ich anfangen. Ich habe gehört, Community Marketing ist der neue heiße Scheiß. Womit fange ich an, worauf muss ich achten? Ich glaube, es ist wirklich immer erstmal Verstehen der Zielgruppe und es geht mir gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie Personas baut oder sich überlegt, wen ich ansprechen möchte, sondern zu gucken, wen verkaufe ich mein Produkt eigentlich aktuell schon. Wer ist meine Zielgruppe, wer interessiert sich dafür, was ist für die wichtig? Ich muss versuchen, die zu verstehen, ich muss mit denen kommunizieren, ich muss anfangen, mit denen zu sprechen. Das kann am Anfang 10, 15, 20, vielleicht 30, 40, 50 Leute sein, aber ich verstehe,
wer kauft mein Produkt aktuell, wer arbeitet mit meiner Marke, wer folgt mir, und zu verstehen, was für die wichtig ist. Und ich glaube, daraus entwickelt man einen Purpose der Community und dann wirklich zu gucken, wie kann ich die weiter unterstützen, wie kann ich mit denen interagieren, wie kann ich fördern, dass die auch miteinander sprechen, sich austauschen, ihre Themen in irgendeiner Form besprechen können. Das ist der Start einer Community und das kann langfristig dauern, und wenn Themen nicht so attraktiv sind, kann es auch länger Zeit dauern. Aber diese Loyalen, der Kern, diese Community, die da entsteht, die hilft mir als Marke unglaublich langfristig eben doch neue Kunden zu finden. Gutes Marketing ist also eben doch mehr als einfach nur viele Produkte zu verkaufen. Wenn eure Firma oder euer Produkt langfristig erfolgreich sein soll, dann ist die Beziehungspflege mit euren Kunden und Fans noch viel wichtiger als der initiale Kauf. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns das doch mit einem Daumen nach oben wissen, abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke. Dann verpasst ihr auch in Zukunft kein spannendes Video mehr.